Ich und mein Pony, sein Name ist Johnny. Wir reiten Richtung Sonnenuntergang. Es ist fast. Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Star Stable. Und ich hinge gerade so ein bisschen noch mit den Evil Werewolves an. Ja, die sind gar nicht so evil. Die sind eigentlich ziemlich cool und gerade noch voll den Ratsch rauskaut. Und jetzt geht's weiter. Ich habe noch ein paar Aufgaben zu erledigen. Ich habe nämlich... Oh Gott, du hast den Global Chat verlassen. Und keiner kann mir mehr mitteilen, was da abgeht hier auf dem Server. Und ich erfahre die ganzen coolen Neuigkeiten nicht. Das ist echt traurig. Ich habe irgendwas vergessen. Ich muss mal gucken. Ich muss mein Pferd auch noch auf jeden Fall irgendwie ertränken. Das sollte ich vielleicht demnächst noch machen. Oh, Verzeihung. Ah, ich habe vergessen, die Quest abzugeben. Natürlich, ich habe meine Dailies gemacht das letzte Mal. Hier meine Pflegedinger und hatte vergessen, meine Belohnung abzuholen. Ah, vielen Dank übrigens fürs Kommentar, dass ich da meine Belohnungen abholen kann. Da stehen sie immer noch, die Evil Werewolves. Evil Werewolves. Jetzt geht's aber weiter. Ich muss ja hier den Fall der Morlands noch irgendwie klären, da mit dem Dings. Und außerdem, ach so, ich muss mich ja noch um die verschüttete Loretta irgendwie kümmern. Soweit ich da richtig informiert bin. Muss mal gucken, was ich jetzt noch eigentlich... Ich guck mal, ich hab gerade nicht so den Plan, was ich machen muss. Aber da vorne sehe ich auch schon einen grünen Punkt. Ich kann jetzt leider hier nicht, oder? Kann ich ihn? Nee, das geht leider nicht. Ich dachte mir gerade so spontan, weil er immer noch auf Rot ist, dass ich vielleicht irgendwie hier mal, ne, das Pferd auf halbem Wege ertränken kann. Aber, nein, das so geht dann wohl nicht. Ah, da vorne kann ich natürlich, hier war ich doch schon mal, oder? Himmelnimmel. Okay. Das Haus des Alten. Stopp! Niemand aus Smallland darf hier passieren! Okay, gut, dann passiert nicht. Du hast mich gefunden, jetzt kannst du auch schon wieder gehen. Okay. Oh, hallo? Oh, was? Wie sieht das Bild drin? Es ist mir doch egal, ob die Morlandszelle abgerissen werden oder nicht. Dieser verdammte Ort war der Ende meiner geliebten Tochter und ich verfluche den Tag, an dem ich meine süße Katharina an diesen Schlange von Thomas kennengelernt habe. Und ich die Morlands für die letzten 20 Jahre gehasst, aber ich glaube, das hast du... da kommt sie wieder ins Bild. Bunny Hurricane. Kerstin Bunny Hurricane. What the fuck? Oh, ich habe ein bisschen Halsschmerz. Ändern kannst. Tu dir da keinen Zwang an. Jetzt hau schon ab. Ja, okay, alles klar. Meine Aufgabe? Der alte Jasper erhalten. Okay, ich check mal die Karte. Da unten. Hab da noch irgendwas Gelbes? Was ist denn das? Das ist irgendwas von dem Campbell wahrscheinlich noch, oder? Aber das habe ich doch schon gemacht. Oder auch nicht. Doch, da hat er noch irgendwelche Aufgaben für mich. Der alte Campbell-Sack. Na? Herr Campbell. Ah, weg, meine Mädchen. Der Bulldozer ist auf dem Weg. Es ist besser, wenn du dich nicht hier aufhältst, während er arbeitet. Ah ja, das kenne ich doch alles schon. Au, wir müssen ja noch Loretta aus dem... Der ist ja aus dem verschütteten... Die Loretta war doch verschüttet. Oder? Doch, Loretta war verschüttet und wir müssen sie abholen. Es tut mir echt leid, ich habe momentan gerade echt ein bisschen Probleme mit meinem Hals. Für Männer ist das ja immer schwierig. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn Männer krank sind, das ist immer... Oder wenn sie schon krank werden, ich bin ja noch nicht mal krank, aber... Das ist immer so eine Nahtoderfahrung für Männer. Das ist ganz schlimm. Das geht gar nicht. Das ist immer so Leiden und Jammern und... Als würde man gleich einen elenden Tod sterben. Aber ja, so ist das halt nun mal. Das harte Geschlecht, ne? Ihr wisst schon. Also. Oh, da vorne habe ich auch noch irgendwie... Da muss man gleich mal gucken. Ich check jetzt erstmal... Oh Gott, ich verreite mich immer. Nee, jetzt lass doch mal da vorne das Ausrufezeichen da. Irgendwas bei Tan. Tan war die, oder? Tan hieß sie. Ja, Tan. Hallo, Tan. Bringe Tan auf den neuesten Stand. Mandy, du hast die Neuigkeiten über Loretta. Ein Bulldozer ist auf dem Weg, um die Straße zu räumen. Das ist gut. Du hättest der GED nicht helfen sollen. Aber dieser Herr Campbell ist ein richtiger Drecksack. Er hat dich ziemlich gut hineingelegt. Denk beim nächsten Mal vorher darüber nach. Du kannst der GED sowieso nicht trauen, wie Schweine fliegen können. Hä? Was?
Schweine, die fliegen können? Tan, was ist mit dir los? Was hast du genommen? Okay, bring Tan, die Suche geht weiter. Der Bulldozer soll die Straße jetzt geräumt haben. Reite zurück und such nach Loretta. Ich hoffe, es geht dir gut. Peil dich, Mandy. Ja, ich werde mich auf jeden Fall sowas von beeilen, dass ich gar nicht anders mehr weiß. Also, Gott, beeile ich mich. Es ist unfassbar, wie sehr ich mich gerade beeil. Ich kann es kaum erwarten, Loretta zu retten. Wow. Mal gucken, was die hier so chatten. Ich gucke mir das immer gerne in den Chat an. Es ist immer sehr interessant, was da passiert. Es ist wirklich echt interessant, was in dem Chat da passiert. Also, unfassbare Dinge sind da schon. Aber das ist, darauf kommen wir ein andermal zurück, glaube ich, in einer der nächsten Folgen. Jetzt gucken wir erstmal an, was... Genau, nee, Moment. Ach doch, da oben ist jetzt offen. Aber wo ist denn Loretta? Ich glaube, ich muss einfach hoch, oder? Wir checken das mal aus. Wir checken da mal hoch und da gucken wir uns... Achtung, Girl! Achtung, Mandy, pass auf! Aber ich glaube, Ever Madness hat das voll unter Kontrolle. Dem macht das alles gar nichts. Der läuft einfach durch. Das interessiert ihn überhaupt nicht. Ne, das braucht er auch nicht. Ja, ist Ever Madness und der kommt überall. Egal, wie viele Steine da liegen. Es interessiert ihn nicht. Nein, es interessiert... Nilmas Hochland habe ich entdeckt. Oh, wow, das sieht aus wie ein Hochland und richtig schön. Ah, wer ist denn da hinten? Wohlauf, auf Hof, hoch, auf Ross. Das kann doch nur Loretta sein. Loretta, was machst du hier? Hast du dich verirrt, Nasa? Oh, Tan hat dich geschickt, das war nett von ihr, von dir. Dir geht's vielleicht trotzdem alles gut. Hättest du leid? Nein, Moment, hä, was? Oh, Tan hat dich geschickt, das war nett von ihr, von dir. Du hast es vielleicht trotz allem gut. Ach, dir geht es vielleicht trotz allem gut. Kann ich nicht lesen oder was? Hör zu, es tut mir leid. Ach nein, ach Moment. Ach, es tut dir leid. Oh, Tan hat dich geschickt. Es war nett von ihr und von dir. Dir geht es vielleicht trotz allem gut. Hör zu, es tut mir leid, dass ich so hart mit dir war. Du scheinst echt okay zu sein. Danke für deine Hilfe, Mandy. Oh, wow. Loretta mag mich auf einmal. Ich bin so gerührt. Ich denke, wir müssen zu den Steinen zurückkehren. Das ist langweilig. Lass uns dann Rellen machen. Von hier bis zur Tannen auf der Koppel. Der letzte dort ist ein Versager. Was? Was? Das ist wieder genau das, was einem die Story hier so suggeriert. Oh, komm, wir machen Rennen. Und der letzte ist ein Versager, okay, Bitch? Und mit Versagern will ich nichts zu tun haben. Und du wirst der Versager sein. Oh ja, genau das ist es, was einem das Spiel so fürs Leben suggerieren soll. Das ist die Botschaft, die dahinter steckt. Puh, mach Rennen. Aber wenn du Letzter bist, bist du ein Versager. Aha, ja. Du bist nur cool, wenn du Erster bist. Und wenn du zu den Coolen gehörst, dann bist du richtig cool. Das ist das, was das Spiel einem sagt. Das ist ja wirklich ganz schrecklich. Wir reiten mal hier schnell, aber ich glaube, Loretta hat einen gewissen Vorsprung. Aber ich meine, sie ist ja auch die beste Reiterin des besten Reitclubs. Hier, in Jorvik, an den Moorlandstellen. Denn nur Loretta hat ihr Pferd so gut unter Kontrolle. Da kann Ever Madness natürlich nicht mithalten. Zudem er auch noch schlecht gelaunt ist. Das geht ja echt gar nicht. Ja, wir sind angekommen. Natürlich mit 30 Sekunden wahrscheinlich wieder der langsamste des Tages. Aber okay. So, Loretta, was hast du dazu zu sagen? Ah, ich habe ja gesagt, ich würde gewinnen. Ich bin die Beste. Ich bin die tollste Reiterin auf der ganzen Welt. Du wirst mich nie schlagen. Hurra! Ja, wirklich, Gratulation dazu, Loretta, du alte Masche. Hey, Tan war immer nett. Mit dir unterhalte ich mich gern. Und du bist wirklich besser, Mandy. Ich glaube, du bist bereit für eine wirkliche Herausforderung. Weil du uns mit Loretta geholfen hast, lasse ich dich die beste Bobcat-Strecke reiten. Die Wildstrecke. Es ist schwer und gefährlich, also sei vorsichtig. Und vergiss nicht, dass du kein Bobcat-Mädchen bist. Also fühl dich nicht schlecht, wenn du nicht unsere... Was ist mit ihr los? Was machten die da für Zuckungen die ganze Zeit? Oh, wie sie erklärt und ist traurig. Wenn du nicht unsere Rekorde brichst, das schafft keiner. Es ist keine Schande, gegen die Bobcats zu verlieren. Akzeptiere einfach, dass du immer die Zweite sein wirst, wenn wir da sind. Oh, oh, Bobcats, yeah! Die Bobcats-Mädchen reiten so gern! Gott. Okay. Die Bobcat-Geländestrecke. Eine Herausforderung für mich und eine Herausforderung für Ever Madness. Wir reiten hier und Ever Madness gibt Vollgas. Rechtskurve den Berg rauf. Diese Steigung schafft Ever Madness leicht, denn Ever Madness ist das beste Reitpferd aller Zeiten. Yeah, er schafft den Berg wie ein Bulldozer die Steine von der Straße.
Ja, da ist... Oh, da hat Ever Madness noch gerade so die Kurve gekriegt, wie ein guter Formel-1-Fahrer. Alter. Ist ja ganz schön... Ah, wo geht's nach rechts noch lang? Durch das Tor. Das ist Top Secret. Da darf ich noch nicht lang. Dafür musst du Star Rider sein. Oh ja, du kommst hier nicht rein, denn dazu musst du Star Rider sein. Ungefähr so. Oder? So läuft das doch hier, oder? Schreib mal so ins Kommentarfeld, ob das hier so läuft. Schreib mal, ja, so läuft das hier. Und ich bin Star Rider, verdammt nochmal. Also ihr, also du, ne? Also ich nicht, aber du. Vielleicht werde ich auch Star Rider. Ich weiß nicht. Das kommt jetzt drauf an, müssen wir mal gucken, wie die Likes so sind und so. Daumen links, rechts, nach oben, einmal im Kreis abreißen. Und dann gucken wir uns mal an, ob sich das rentiert, einmal Star Rider zu werden. Und schauen wir mal, ne, wie das so läuft. Aber würde mich auf jeden Fall freuen. So, aber die Resonanz ist ja relativ gut von euch. Freut mich wirklich sehr, dass ihr so schön und immer kommentiert, dass ihr so fleißig dabei seid. Finde ich echt total gigantisch. Auch für eure Ingame-Post freue ich mich immer sehr drüber, wenn ich was zu lesen habe. Vielen, 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 vielen Dank. Das lese ich immer gern und beantworte es auch mal gern, wenn euer scheiß Postkasten nicht immer voll wäre. So, nur so. Na, war nur so. Nochmal, dass ich das gesagt habe. Ja, das war die Bobcat-Wildstrecke. Ganz schön. Wow, eine richtig große. Das ist auf jeden Fall eine Strecke. Richtig, eine richtig große Strecke. Rennen beendet. Absolviert. Yay! Ich bin das Letzte. Ich bin das Schlechteste der Bobcat-Mädchen mit einer Minute zu langsam. Das ist ja unglaublich. Mal gucken, was Tan dazu sagt, dass ich das Letzte bin.